Bereithalten, Landtrupp. Dekontamination aktiv. Zurück auf die Normandy und dann erstmal ein Bericht an den Rat. Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Die Dechiffrierung hat mich mitgenommen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Na klar, warum nicht? Tun Sie es, aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. All die Zeit, all meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemanden mit schwächerem Willen vernichtet. Was heißt das? Kommen Sie zum Punkt. Was haben Sie gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Sind Sie sicher, dass darin kein Hinweis enthalten war? Irgendetwas, das wir übersehen haben? Sie wissen schon alles, was ich gesehen habe. Sie hatten recht bezüglich der Reaper. Die Proteaner wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen den Reapern, dem Verschwinden der Proteaner und der Röhre. Aber ich habe nichts Bestimmtes gesehen, das uns helfen könnte. Was machen wir jetzt? Im Grunde habe ich ja die in Ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Zumindest das, was da war. Aber etwas fehlte eben. Saren muss die fehlenden Informationen haben. Vielleicht hat er einen anderen Sender gefunden. Wenn wir die fehlenden Daten der Vision finden könnten, dann... Oh... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr... anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Das wirkt ja äußerst glaubwürdig. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander. Exo-Jenny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht taten sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten sie die Kolonie retten. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Ach, natürlich, der Torianer hat wieder seine Ressentiments, denen er folgen muss. Das hatte nichts damit zu tun, dass es Menschen waren. Diese Leute brauchten einfach Hilfe. Bewundernswert. Aber manchmal müssen Spectres auch brutale Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass sie dazu fähig sind, wenn es darauf ankommt. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. In Ordnung. Wir haben damit Pharos abgeschlossen. Die Radler, ich weiß nicht, die sind extrem komisch irgendwie, muss ich sagen. Aber damit bleibt jetzt erstmal nur Würmer, denn wir haben auch keine anderen Anhaltspunkte, wo die Röhre denn sein könnte. Wir müssen noch an irgendetwas rankommen und irgendwas läuft ja auf Würmer ja schief. Deswegen sollten wir dort mal unbedingt vorbeischauen. So, da fällt mir aber ein, bevor ich das jetzt hier mache. Na gut, wir können ja schon mal ins richtige System fliegen. Ins richtige Cluster. Das ist hier drüben, Sentry Omega. Und da gibt es ja auch bloß das Hawk-System. Wo wir uns dann direkt hinbegeben wollen. Da fällt mir ein, ich wollte ja noch zum Händler gehen vorher, damit wir ein paar Sachen verkaufen. Werden wir ja gleich jetzt noch mitmachen. Erstmal kurz der Wechsel in ein anderes System. Okay. Und da sind wir auch schon. Wir haben ja hier alles soweit schon erkundet. Ich gehe nochmal kurz raus. So.
und dann schauen wir nochmal unten vorbei und dann können wir auch gleich noch die Gelegenheit nutzen, um das ein oder andere Gespräch mit unseren Crewmitgliedern zu suchen. Gehen wir doch zuerst mal bei Liara vorbei. Die hat ja am meisten jetzt dabei hier miterlebt und am intensivsten das Ganze miterlebt. War letztendlich jetzt doch nicht, also ich hatte vielleicht gehofft, dass man mit Liara noch die eine oder andere Option und mehr hat oder dass sie noch irgendwelche bestimmten Kommentare vielleicht hat, weil sie eben ja doch wissenschaftlich veranlagt ist und der Torianer vielleicht für sie irgendwie besonders ist. Gut, war jetzt nicht so, aber gut, was soll's. Reden wir mal mit ihr. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich wollte einfach nur reden. In Ordnung. Worüber wollten Sie reden? Okay, scheint nichts zu geben. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Wahrscheinlich hätte es jetzt etwas Neues gegeben, wenn wir denn den Weg gewählt hätten, mit ihr eine Beziehung anzufangen, was wir nicht tun. Schauen wir mal bei Kaidan vorbei, da wird es jetzt auch nicht so viel Neues geben, vermute ich bald mal. Na, komm, geh vorbei. Brauchen Sie was, Commander? Denn auch mit ihm kann man ja als Frau eine Beziehung eingehen. Wenn man aber keine Frau ist, kann man das natürlich nicht tun. Und demnach, ja, wird es wahrscheinlich jetzt auch nichts Neues geben. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Wir sind bis zum Ende dabei. Sie können darauf zählen, dass alle ihre Pflicht tun. Dachte ich mir fast. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich bin nur froh, dass es nicht mehr Aliens wie den Torianer gibt. Ich glaube nicht, dass mein Magen das ertragen würde. Einer meiner Cousins führt ein Landwirtschaftsunternehmen. Ich habe daran gedacht, mich bei ihm zu melden. Vielleicht kann er ein paar Lieferungen nach Pharos organisieren. Ich meine, da sie jetzt vom Unternehmen abgeschnitten sind. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Tja, dann tu das mal. Tu das bald. Gut, wir gehen mal nach unten. Und da haben wir noch ein paar andere. Mal sehen, ob es mit Ashley jetzt weitergeht, ob es da was Neues gibt. Da sie ja jetzt quasi unsere Auserwählte ist, wenn man so will, vermute ich das bald mal, dass es hier jetzt noch ein bisschen weitergeht und dass sich das Ganze jetzt ein bisschen intensivieren wird. Denn mit den anderen beiden gab es jetzt nichts Neues. Das heißt, es hätte vermutlich etwas Neues gegeben, wenn sie unsere Liebschaften wären. Shepard. Aber erstmal mit den anderen gesprochen kurz. Sie ziehen es also vor, ein Söldner zu sein, anstelle ihrem Volk zu helfen. Ich bin ein Krieger. Nicht mehr und nicht weniger. Bereitet Ihnen das Schicksal der Kroganer keine Sorgen? Was zum Teufel soll ich denn Ihrer Meinung nach machen, Shepard? Ich bin es leid, meinen Arsch in die Ziellinie zu halten und keinen Dank dafür zu bekommen. Also haben Sie Ihr Volk einfach aufgegeben? Ich habe aufgegeben, für aussichtslose Ideen zu kämpfen. Ich bin kein Held, Shepard. Ach, Rex. Kurz gesagt, das Töten für Credits vereinfacht das Leben. Du wirst deine Ansichten schon noch ändern. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihrem Volk zu helfen? Ich verdränge diesen Gedanken. Aber es gibt eine Menge kroganischer Söldner da draußen. Ich treffe andauernd auf sie. Oft genug werde ich dafür bezahlt, sie zu töten. Aber das ist nur Teil des Jobs. Man kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Bis dann, Rex. Shepard. Ja, Rex wird seine Meinung noch ändern. Das werden wir noch früh genug erleben. Aber das wird nicht mehr in diesem Teil passieren. Allerdings wird es relativ bald da noch eine Zuspitzung mit ihm geben. Erstmal zu Garrus, aber hallo, sprichst du mal mit mir? Commander, ich wollte Ihnen danken. Wofür, Garrus? Für all das, dass Sie mich mitgenommen haben, dass ich Teil Ihres Teams sein durfte. Ich habe sehr viel gelernt. Ich, danke, Commander. Gern geschehen, Garrus. Das war's? Okay. Warum nicht? Auf jeden Fall merken wir, wir haben schon die Zuneigung unserer Crewmitglieder ziemlich gewonnen. Also wir sind schon relativ eng zusammengewachsen hier alle miteinander. Ich gehe jetzt erstmal kurz runter zu Tali, bevor wir dann mit Ashley den Abschluss machen. Wir scheinen unsere Mission bald erledigt zu haben, oder Shepard? Damit meine ich natürlich Saren. Es wird nicht mehr lange dauern. Auf die eine oder andere Weise wird alles bald vorüber sein. Sie werden die Röhre vor ihm finden, Shepard. Ich weiß, dass Sie das schaffen werden. Sie müssen es schaffen. Und wenn diese Mission erledigt ist, ich meine Pilgerreise abgeschlossen habe und zurück bei meinem Volk bin, werde ich stolz darauf sein, dabei gewesen zu sein. Ohne Sie wären wir nicht so weit gekommen, Tali. Sie haben mich gut behandelt. Quarianer werden oft als Bürger zweiter Klasse angesehen.
Alle wollen nur, dass wir zu unserer Flotte zurückkehren und verschwinden. Aber sie haben mich wie alle anderen Crewmitglieder behandelt. Gleichrangig. Das ist etwas Besonderes. Und es zeichnet sie aus, Shepard. Ich möchte ihnen dafür danken, was immer noch geschehen mag. Warum sollte man die Leute nicht gleich behandeln? Ich meine, wenn sie es sich verdienen, nicht mehr gleich behandelt zu werden, egal ob im positiven oder im negativen Sinne, ist das was anderes. Aber warum sollte man von vornherein mit Vorurteilen gegenüber irgendwelchen Menschen auftreten? Erstmal ist doch jeder Mensch gleich und jeder Mensch hat die Freiheit, so sein Leben zu gestalten, wie er will und sollte dann daran noch nicht gemessen werden, eigentlich, finde ich. Wenn dann jemand natürlich sich als Verräter entpuppt, dann misstraut man ihm natürlich auch ein ganzes Stück mehr und so weiter. Also wenn sich dann die Beziehungen zwischen den Menschen vertiefen, dann ist klar, dass man auch mal dann irgendwelche Reaktionen darauf zeigt. Aber erstmal sind alle Menschen gleich und jeder Mensch sollte die Freiheit haben, selbst zu bestimmen, was er machen möchte. Habe ich gerade schon erwähnt, glaube ich, ne? Also das finde ich halt so ein bisschen... Ich weiß nicht, warum das etwas Besonderes sein soll. Normalerweise sollte das selbstverständlich sein. Und für jemanden, für den es nicht selbstverständlich ist, der sollte sich mal fragen, warum das der Fall ist bei ihm. Ich werde Sie vermissen, wenn Sie zu Ihren Leuten zurückgehen, Tali. So weit ist es noch nicht. Noch bin ich hier, falls Sie mich brauchen. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ja, noch ist sie da und wir merken schon, irgendwie reden auch alle so, als ob es aufs Ende zugeht, ne? Also ein bisschen ist es aber noch. Also es ist noch nicht so, dass wir jetzt kurz vorm Ende wären. Okay, dann wollen wir mal zu Ashley gehen und mal schauen, was wir mit ihr besprechen können. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Aha. Gewehre warten sich nicht von allein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Gibt's nichts zu besprechen? Das ist aber interessant. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Man muss diese Kolonisten irgendwie bewundern. Das ist der schlimmste Platz für eine Kolonie, den ich je gesehen habe. Angesichts der Aussicht würde ich zusehen, dass ich verschwinde. Wegtreten, Chief. Sir? Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich hätte eigentlich gedacht, dass jetzt hier sich das Ganze ein bisschen intensiviert. Aber vielleicht wird das erst nach Würmeier kommen. Denn Würmeier wird ein kleiner Knackpunkt werden. Das werden wir gleich noch sehen. Ist dieses Störgeräusch gerade nur auf meinem Headset gewesen? Quatsch, auf meinem Headset, auf meinem Mikrofon. Ja, nicht Mikrofon, wie heißt es denn? Kopfhörer heißen sie. Auf meinen Kopfhörern gewesen. Irgendwie hat es bei mir gerade so gemacht. Ganz merkwürdig. Na gut, werden wir sehen, ob es in der Aufnahme drin ist. Wenn nicht, dann habe ich nichts gesagt. Und ich bin immer noch nicht beim verdammten Händler gewesen. Sag mal, ich habe es schon wieder vergessen. Hier will ich doch auch gar nicht hin. Mann, Mann, Mann. Da nimmt man sich was vor und dann vergisst man es darüber, dass man hier mit den ganzen Leuten sprechen will. So schnell passiert's, wenn man unkonzentriert ist. Ich bin heute wirklich nicht sehr konzentriert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein kleines bisschen müde bin. Ich weiß es nicht so genau, aber ich dachte mir, nutzt die Zeit gerade mal und mach noch eine Runde, nimm noch eine Runde auf, weil ich dann um den Jahreswechsel rum nichts aufnehmen will eigentlich. Da will ich mich mal ein bisschen vom Let's Play entfernen halten, deswegen muss ich jetzt ein bisschen vorproduzieren. Brauchen Sie Vorräte? Ja, das, so sieht's aus. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. So, und dann gucken wir doch hier mal. Equalizer 8 klingt sehr gut, muss ich sagen. Ich gucke aber erstmal ganz kurz hier hinten. Nee, da gibt's nichts mehr. Ich verkaufe erstmal. Wir verkaufen erstmal und dann schauen wir weiter. Ja, das Antitorianergas brauchen wir jetzt nicht mehr. Mit dem Torianer, das hat sich ja erledigt. So, die Dreier-Sachen können alle weg. Eigentlich auch die Vierer-Sachen. Wobei das Medizin-Interface, ich lasse es mal da. Man weiß ja nie, vielleicht braucht man es mal. So, hier kann auch alles weg auf der 5. Wobei die Schweren, ich lasse die Schweren-Dinger auch mal da. Auch das Medizininterface 5. So. Gemini 6 klingt eigentlich, als ob wir das erstmal behalten sollen. Ach nee, das war die. Ja. Nee, die lasse ich mal da. Aber bei den Upgrades mache ich erstmal weiter und packe hier mal ein bisschen was von den 6ern weg. So, wir haben hier nämlich viel zu viel Zeug, viel zu viele Waffen, die auf Stufe 6 schon sind.
Die können alle erstmal weg. Wir kriegen garantiert ganz schnell und ziemlich bald hier noch Stufe 7er Zeug. Ein Haufen Kampfscanner, ein Haufen Kryo-Munition. Wahnsinn. Und die Kohle steigt und steigt und steigt. Da ist es auch kein Wunder, dass wir so viel Geld für die erledigten Aufträge kriegen, weil wir einfach auch so schon für jedes verkaufte Stück hier so viel Geld kriegen. Oh, wir sind schon bei der 7, stelle ich gerade fest. Dass wir wirklich in Geld schwimmen hier zum Ende hin. Gut, haben wir das? Gucken wir noch kurz bei Kaufen. Was ist das denn hier? Schrotflinte. Kann die was besonders... Oh, die ist... Ja, aha. Ich glaube, die kaufe ich. Ich glaube, das sind die Spectre-Waren, oder? Ja, Ausrüstung für Spectres, genau. Die sind besonders gut. Ja, auch das. Ja, der Schaden. Durchaus. Da sage ich nicht nein. Nee. Könnten wir garantiert noch auf der Citadel kaufen, aber wir sind halt gerade nicht auf der Citadel. Deswegen kaufen wir es gleich mal hier. Mittelschwere Menschenrüstung braucht man nicht. Okay, das wird dann alles nicht so besonders sein. Ich denke, das reicht. Wir rüsten uns mal kurz damit aus. Hier einmal das. Dann hier einmal das. Die Waffen sehen ja alle ähnlich aus wie die, die wir schon haben, stelle ich gerade fest. Hier legen wir die an. Und hier noch diese. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Damit sind wir jetzt erstmal ausgestattet. Und können ordentlich Schaden machen, wenn wir jetzt auf Würmeier wieder unterwegs sind. Und können auch wieder alles an Zeug einsammeln, was uns dort so in die Quere kommt. Damit können wir... Moment, ich muss mal kurz gucken. Gut, ist noch an. Ich bin mir mit meinem Vorverstärker nicht so sicher, ob der noch läuft. Das Ding ist halt schon alt, hat einen Wackelkontakt. Und leider hat es auch so ein Grundrauschen mittlerweile. Ganz schön starkes sogar. Und deswegen werde ich mir auch jetzt zu Weihnachten einen neuen Vorverstärker und wohl auch ein neues Mikro wünschen. Ich nehme ja immer mit dem Mikro auf, das ich eigentlich mal zum Singen mir geholt habe. Das ist eigentlich ein Bühnenmikro für Gesang. Macht sich auch hier gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ich werde mir dann nochmal so ein Studiomikro holen, beziehungsweise wünschen. Das macht sich dann ein bisschen besser und dafür brauche ich auf jeden Fall dann nicht bloß einen kleinen Vorverstärker, sondern es ist dann schon ein Mischpult, das eine relativ hohe Grundspannung dann benötigt. So, nur so mal zwischendurch technisch eingeworfen, wir begeben uns nach Würmeier. Würmeier ist eine fruchtbare Grenzwelt, ideal für die Besiedlung durch kohlenstoffbasierte Lebewesen. Durch die vielen Ozeane und die Orbitalposition in der inneren Lebenszone hat sich auf dem Planeten ein breiter Äquatorialgürtel mit einer feuchten tropischen Landschaft ausgebildet. Leider hat die politische Instabilität der nahegelegenen Terminussysteme die Kolonialisierungsbemühungen aufgehalten. Die häufigen Überfälle durch Piraten und Sklavenjäger gefährden eine sichere Besiedlung. Gut, machen wir uns auf den Weg. Oberflächentemperatur 32 Grad Celsius. I like. Auf geht's. Schauen wir mal, wie sich das so gestalten wird. Ich nehme mal wieder Tali mit und ich nehme Ashley mit. Mal was anderes. Wieder großer Weiber. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das Salarianische Team sein. Dann schauen wir mal. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Joker hat's ganz schön drauf, muss ich sagen. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Gut, los geht's. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Wir sind in einer Sackgasse und wir haben mal wieder so ein Schlauchgebiet im Prinzip. Hier drüben, ich weiß nicht, ob man hier durchkommt. Ansonsten ist es sehr schlauchig. Dort kann es mal sein, dass man links, rechts ein bisschen schauen muss. Gut, kennen wir ja auch schon aus anderen Welten. Allerdings ist es hier mal weitaus schöner. Das ist mal eine richtige... Oh, ich glaube, wir machen hier irgendwelche Tiere tot. Das ist mal so eine richtige Tropenwelt hier, in der wir uns hier befinden. Die will ich mir mal kurz anschauen. Was haben wir denn hier für welche? Ja, hübsche Gesichter haben sie. Bestimmt. Irgendwo. Interessante Tiere.
Warum nicht? Gut, fahren wir weiter und schauen mal. Wir werden sicherlich gleich auf heftigen Widerstand treffen. Oh ja, ich sehe es schon unten auf dem Radar. Einmal gespeichert. Und die Raketendrohnen, die beseitigen wir mal so schnell wie es geht. Okay. Da drüben hat doch gerade schon wieder jemand mit einer Rakete geschossen. Ich habe es genau gesehen. Brauchst dich nicht verstecken vor mir. So, müssen wir mal ein bisschen vorsichtiger fahren, weil hier doch relativ viel los ist, wollte ich sagen. Gut, das war's dann für den. Stoßen wir voran. Und da haben wir schon den nächsten. Kein Ding. Die sind halt einfach nur blöd zu treffen. Ansonsten sind die überhaupt nicht gefährlich, aber sie sind eben einfach blöd zu treffen. Ja, und ab und zu sollte man auch versuchen, ein bisschen seitlich zu bleiben, damit man ausweichen kann. Gut. Sekunde bitte kurz. Okay, hat sich erledigt. Eigentlich hatte ich das Gefühl, mal niesen zu müssen, aber das Krabbeln hat sich dann doch wieder gelegt. Gut. Ich will ja eigentlich gar nicht die anderen kleinen Tierchen, will ich eigentlich gar nicht weiter platt machen. Sehen, ob wir es schaffen. Oh, Verzeihung. Ohne sie zu töten, hat sich dann auch irgendwie gerade erledigt. So, ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Aha, okay. Wir müssen also hier vorne lang. Gut, raus aufs Meer wollen wir natürlich nicht. Da haben wir aber Glück, dass es hier so flach ist am Rand und dass man hier auch wirklich mit dem Marco durchfahren kann. Ansonsten hätten wir ganz schön die Arschkarte gehabt. Muss ich mal so feststellen. Okay, jetzt geht's also los mit den Verteidigungsanlagen. Wir sehen schon da hinten. Da haben sie einiges an Schilden aufgebaut. So, hatten, muss man wohl eher sagen. Gut, erstmal wieder die Drohnen. Ich sollte mehr aufpassen, dass ich nicht gerade in die Raketen reingerate. Na, 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 nicht doch. Okay, einmal ausgewichen. Und dann holen wir uns den Kollegen. Hier die Schilde weggeräumt, die stören mich da doch ein bisschen. War ja nicht gerade noch einer? Ach, das war der hier, der ja schon am Schwimmen ist, oder? Der kleine Freischwimmer hier. Gut, dann fahren wir weiter. Weiter, irgendwo lang. Ich weiß nicht, wo. Ach hier, das hier wahrscheinlich. Und kommen zum ersten Torhaus. Da wird es doch sicherlich auch wieder einiges an kleinen Gefechten geben. Na? Bleib ein bisschen auf Distanz und mach das mal von hier aus. Geht ja relativ gut. So, scheint es auch schon für die erste Welle gewesen zu sein. Da sind auch schon die nächsten. Oh, hat gleich beide erwischt. Das ist ja traumhaft. Okay, haben wir noch einen? Nein. Dann schauen wir mal kurz zu Fuß oben nach. Doch, da ist noch einer. Ich sehe es doch. Versteckt er sich, der kleine Lüge? So, gleich im Dauerlauf hier niedergestreckt. Noch einer? Nee, ne? Nee. Okay. Einfach nur, um das Zeug hier mitzunehmen. Deswegen mache ich noch kurz die Pause. Okay. Hat mal wieder irgendwo sich noch einer versteckt. Und deswegen können wir auch nicht speichern. Siehst du mal, da kriegen wir schon 7er Zeug hier wieder entlassen. Deswegen habe ich auch das 6er... Was ist denn hier los? Ich bleib mal ein bisschen in Deckung. Ist vielleicht nicht die dümmste Idee hier an der Stelle. So, was ist denn da los, Mensch? So ein Gewirr. Okay, wenn hier etwas so blöd rumspringt, dann muss ich wohl doch mal reingehen. Aber auch die. Gut, ist jetzt hier Ruhe, ja? Schön. Okay, wir haben bloß einen Waffenspind, wenn es weiter nichts ist. Ich dachte, wir haben vielleicht ein bisschen mehr noch an Zeug hier, aber nein. Oh, 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 oh. Ja, hier komme ich durch. Sehr gut. Ich dachte schon, hier gibt es keine Lücke, aber alles in Ordnung. Alles mitgenommen und damit können wir dann auch durch das Torhaus weiter vorstoßen.